Präsident Professor Dr. Horst Köhler. Sehr geehrter Herr Bundesminister, sehr geehrter Herr Staatsminister, Exzellenzen, freue mich, dass so viele Botschafter hier sind, Mitglieder des Deutschen Bundestages, meine Damen und Herren. Ich freue mich, dass ich Ihnen heute den Bericht des High-Level-Panels zur Post-2015-Agenda vorstellen darf. Ich gebe gerne zu, dass sich in die Freude auch etwas Erleichterung mischt, denn es waren durchaus anstrengende Monate, und nicht immer war ich mir sicher, ob wir zu einem einmütigen Ergebnis kommen werden. Tatsächlich glaube und hoffe ich, dass dem Panel ein starkes Dokument gelungen ist, das in der Suche nach Antworten auf die großen globalen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts hilfreich sein kann. Im Folgenden möchte ich Ihnen einen kurzen Einblick in die Arbeit unseres Panels geben, dann die Schwerpunkte des Berichts vortragen und einige persönliche Anmerkungen dazu machen. Eine Vorbemerkung sei mir gestattet. Die Bundesregierung hatte mir ein sehr professionelles Unterstützungsteam aus dem Entwicklungsministerium, des Herrn Minister Niebel, dem Auswärtigen Amt, der KfW und der GIZ an die Seite gestellt. Und auch die DEG hat sich eingebracht. Dafür möchte ich mich nicht nur bei der Bundesregierung, sondern ganz besonders bei diesen Kolleginnen und Kollegen herzlich bedanken. Und meine Damen und Herren, damit Sie einen ganz kleinen Blick auch auf die Personen werfen können, da sitzt das Team, die meisten jedenfalls davon, Frau Dr. Rödiger-Vorwerk, Frau Dr. Ulbert, Frau Schenk-Dornbusch, Frau Denker, Herr Fritz, Herr Cabani und Herr Proffe und Herr Wenn ist, glaube ich, auch da. Dank. Schönen Dank. Meine Damen und Herren, warum sind wir eigentlich hier? Warum hat der VN-Generalsekretär im August letzten Jahres 26 Persönlichkeiten aus aller Welt damit beauftragt, Empfehlungen zur Zukunft der globalen Entwicklungsagenda zu erarbeiten? Ich möchte mit der Gegenüberstellung einiger weniger Zahlen beginnen. Auf der einen Seite, damit der Nahrungsbedarf der wachsenden Weltbevölkerung gedeckt werden kann, muss die globale Nahrungsmittelproduktion bis 2050 um bis zu 70% gesteigert werden. Auf der anderen Seite, pro Jahr gehen etwa 13 Millionen Hektar Waldfläche verloren, vor allem, weil sie in landwirtschaftliche Nutzflächen umgewandelt werden. Diese Art der Umwandlung der Ökosysteme verschlechtert die globale Ökobilanz massiv. Eine zweite Zahl. Auf der einen Seite, 3 Milliarden Menschen weltweit haben immer noch keinen Zugang zu einer Grundversorgung mit Energie. Auf der anderen Seite, die weltweite Energieversorgung beruht noch zu über 80% auf umwelt- und klimaschädlichen fossilen Energieträgern. Auf der einen Seite, 1,2 Milliarden Menschen leben in extremer Armut und haben nur einen Anteil von 1% am Konsum aller Güter und Dienstleistungen. Auf der anderen Seite, wenn die Begrenzung der Erderwärmung auf 2 Grad Celsius gelingen soll, dürfen bis 2050 nur noch etwa 750 Milliarden Tonnen CO2 aus fossilen Quellen in die Atmosphäre gelangen. Dieses globale CO2-Budget wäre schon in 25 Jahren aufgebraucht, selbst wenn die Emissionen auf aktuellem Niveau eingefroren werden und wir wissen, sie steigen weiter, diese Emissionen. Diese Zahlen machen deutlich, dass wir vor 2 großen globalen Herausforderungen stehen. Auf der einen Seite steht das immer noch skandalöse Ausmaß von Elend und Armut in dieser Welt und das Ziel, allen Menschen ein Leben in Würde zu ermöglichen. Auf der anderen Seite stehen die immensen menschengemachten Bedrohungen unserer Umwelt und das Ziel, die Überlebensfähigkeit unseres Planeten und damit der Menschheit dauerhaft zu erhalten. Beide Ziele zusammenzubringen. Eine Agenda for People and Planet, also für den Menschen und den Planeten zu entwickeln, nichts weniger als diese Herkulesaufgabe, hat sich das High-Level-Panel vorgenommen.
Und der Generalsekretär der Vereinten Nationen hat das Panel gebeten, sowohl bold als auch practical in seinen Empfehlungen zu sein. Also eine Quadratur des Kreises. Meine Damen und Herren, das Panel selbst ist eine fast schon Meisterleistung proporztechnischer Feinmechanik. 26 Persönlichkeiten aus allen Herren Ländern, 13 Frauen und 13 Männer, also strikte Halbierung, jung und alt, Politikerinnen und Wissenschaftler, Aktivistinnen, Geschäftsleute und Freischaffende wie ich. Und die drei Vorsitzenden kommen jeweils aus einem Industrieland, Prime Minister Cameron, aus einem Schwellenland, der Präsident von Indonesien, Yudhoyono, und aus einem Entwicklungsland, die liberianische Präsidentin, Frau Johnson Sirleaf. Da ging es in den Diskussionen hoch her. In einer solch vielfältigen Gruppe unter hohem Zeitdruck in wenigen Monaten einen Bericht zur Zukunft der Menschheit zu schreiben, das war, das können Sie sich vorstellen, sicherlich nicht leicht. Und natürlich ist wohl auch nicht jedes einzelne Panelmitglied mit jedem einzelnen Detail gleichermaßen einverstanden. Aber, und das sage ich aus großer Überzeugung und auch mit Freude und Dankbarkeit, zu dem Endergebnis als Ganzes können alle im Panel sagen, dahinter stehen wir. Als ein auch natürlich Kompromisspapier. Unsere Gruppe war auch ein kleiner Mikrokosmos und hat viele verschiedene Perspektiven zusammengebracht. Wir haben dabei viel voneinander gelernt, also ich habe jedenfalls viel gelernt. Sehr beeindruckt hat mich die Ernsthaftigkeit und Ehrlichkeit der Diskussion, gerade auch die Beiträge der Kolleginnen und Kollegen aus Entwicklungs- und Schwellenländern. Ich kenne ja diese Diskussion schon seit langem. Da ist wirklich eine qualitative Änderung. Sehr gut informiert, sehr gut argumentierend, da treten diese Vertreter auf. Und das ist natürlich ein Fortschritt. Für mich hat die Arbeit im Panel gezeigt, dass es trotz aller Unterschiede und unterschiedlichen Interessen natürlich möglich ist, zusammenzufinden und zu einer Übereinstimmung über die Grunderfordernisse für eine bessere Welt zu kommen. Es ist möglich. Ich teile also auch den optimistischen Grundton des Berichts und verstehe ihn auch als Ermutigung, vor der Größe und Komplexität der Herausforderungen nicht zu resignieren. Wie haben wir in unserem Panel gearbeitet? Wie kamen wir zu einem konsensualen Bericht? In 5 intensiven Sitzungen in New York, London, Monrovia, Bali und wieder New York haben wir gerungen um eine gemeinsame Analyse der Millenniums-Entwicklungsziele, was lief gut, was nicht, haben über die Grundlagen von Entwicklung noch einmal sehr gut diskutiert und vor allen Dingen dann über die Prioritäten für eine neue Agenda durchaus heftig gestritten. Dabei sind wir nicht nur unter uns geblieben, wie Sie wissen, sondern haben zahlreiche Outreach-Veranstaltungen gemacht in unseren eigenen Ländern und am Rande unserer Sitzungen. Wir haben die Netze also weit ausgeworfen in unsere nationalen Gesellschaften und Kulturen. Wir haben mit Wissenschaftlern und Jugendorganisationen, mit Vertretern der Kirchen und Gewerkschaften, mit Frauenrechtlerinnen und Behindertenaktivisten und Umweltschützern gesprochen. Es war also eine gemeinsame Reise, deren Fahrtenbuch, wenn Sie so wollen, nun als Bericht vorliegt. In einem zentralen Punkt waren wir im Panel relativ rasch beieinander, das kann ich Ihnen berichten, nämlich in der Einschätzung, dass es wirklich möglich ist, die extreme Armut in der Welt zu beseitigen, to eradicate, und dass wir dafür einen Weg im Rahmen der ökologischen Grenzen des Planeten finden müssen und finden können. In 2 besonders produktiven Diskussionen in Monrovia und auf Bali wurde uns klar, dass diese Aufgabe eine tiefgreifende Transformation von Wirtschaft und Gesellschaft in allen Ecken unseres Planeten verlangt, im Süden wie im Norden, im Osten wie im Westen. Also eine tiefgreifende Transformation. Wir kamen zu dem Schluss, dass die Post-2015-Agenda eine universelle Agenda sein muss,
die sich nach unseren Diskussionen dann im Ergebnis 5 großen transformativen Veränderungen verschreiben soll. Die erste große transformative Veränderung heißt: Leave no one behind. Niemand wird zurückgelassen. Damit formulieren wir den Anspruch, extreme Armut in all ihren Formen endgültig zu beseitigen. Wir wollen gesichert sehen, dass keinem Menschen, unabhängig von Geschlecht, ethnischer Zugehörigkeit, Religion, Behinderung, Geografie, die universellen Menschenrechte und ein Mindeststandard des Wohlbefindens verweigert werden. Die Gleichzeitigkeit von extremer Armut und Überfluss in unserer Welt ist ein Skandal, der beendet werden muss. Alles andere wäre nach meinem Urteil zynisch und mit Verlaub feige. Feige. Natürlich möchte das Panel mit dieser Botschaft auch das klare Signal setzen. Bei allen Diskussionen um die Post-2015-Agenda sollte die Arbeit an den bestehenden MDGs nicht vergessen werden, also finish the job. Aber darüber hinaus hat das Panel die Ziele nicht nur ehrgeiziger formuliert als die MDGs, sondern drängt an anderer Stelle auch dazu, extreme Ungleichheiten stärker in den Blick zu nehmen. Es darf eben nicht mehr nur das Ziel sein, Verbesserungen für eine möglichst große Zahl von Menschen anzustoßen, der Durchschnitt dann sozusagen zu verbessern, sondern es muss darum gehen, jene zu erreichen, die es am nötigsten haben. Der Panelbericht macht sich deshalb, vor allen Dingen deshalb auch, für eine Datenrevolution stark, indem in Zukunft die Datenerhebung noch besser nach Einkommensschicht, Geschlecht, Behinderung, Alter, Wohnort differenziert werden kann, lassen sich nach unserer Einschätzung Politiken besser auf die wahren Bedürfnisse der Menschen zuschneiden. Die zweite große transformative Veränderung lautet: Put Sustainable Development at the Core, also nachhaltige Entwicklung als Grundausrichtung der Politik in allen Teilen der Welt verankern. Nachhaltigkeit oder nachhaltige Entwicklung schwirrt als politischer Slogan schon seit fast 3 Jahrzehnten durch die Welt. Und doch hat es noch kein Land dieser Erde geschafft, seine Konsum- und Produktionsmuster so umzubauen, dass es als zukunftsfähiges Entwicklungsmodell gelten kann. Über 100 Millionen Menschen kommen jährlich zur globalen Mittelklasse hinzu. Welches Leben wollen sie leben? Der kategorische Imperativ von Kant in unsere Zeit übersetzt, muss doch heißen: Lebe so, dass dein Lebensstil auch von allen anderen 7 Milliarden Menschen auf diesem Planeten übernommen werden könnte. Wenn wir im globalen Norden unser persönliches und politisches Handeln an dieser Maxime messen, dann bleibt nur festzustellen, Anspruch und Wirklichkeit fallen krass auseinander. Zu oft besteht unser Geschäftsmodell für Wachstum im Norden darin, ökologische und soziale Kosten auszulagern, nicht zuletzt in die Schwellen- und Entwicklungsländer. Wenn alle Menschen so lebten wie wir, stünde dieser Planet vor einem Kollaps. Also bleibt uns vernünftigerweise nur, unser Konsumverhalten und unsere Wirtschaftsweisen zu ändern. Und die Industrieländer müssen bei der strukturellen Transformation zu nachhaltigen Wirtschaften natürlich vorangehen. Das ist schon angesichts ihres ökologischen Fußabdrucks sachlich und politisch unabweisbar. Ich halte die Formel gemeinsame, aber differenzierte Verantwortung bei der Umsteuerung auf globale Nachhaltigkeit für zielführend, wenn sich die unterschiedlichen Schwerpunkte der Verantwortung wirklich zu einer globalen Agenda zum Vorteil aller ergänzen. Und das kann zum Beispiel heißen: Die entwickelten Länder müssen bei der Transformation zu Nachhaltigkeit bei Konsum und Produktion und bei der Dekarbonisierung ihrer Energiesysteme glaubwürdige Führung beweisen und den Entwicklungsländern dabei auch helfen, ihre Entwicklung von vornherein auf neue umweltverträgliche Technologien zu stützen.
Die Schwellenländer müssen entsprechend ihrer wachsenden Bedeutung in der Weltwirtschaft mehr internationale Verantwortung übernehmen. Und die Entwicklungsländer aus den vielen Aufgaben, die sie haben, müssen ihre Anstrengungen für gute Regierungsführung, Bekämpfung der Korruption und Schaffung günstiger Investitionsbedingungen im Inneren verstärken und vor allen Dingen auch verstetigen. Das ist jedenfalls ein mögliches Verständnis, wie dieses gemeinsam, aber differentiated umgesetzt werden kann. Was für all diesen Ansatz nötig ist, sind vor allem Aufklärung und Einsicht in die Zusammenhänge, politischer Wille und dann entsprechendes Handeln. Die Politik muss also Anreize setzen für diese strukturelle Transformation. Sie darf auch vor Regulierung nicht zurückschrecken, wenn das bedeutet, die Rahmenbedingungen für den Markt so zu gestalten, dass sich ökologisch verantwortbares Wirtschaften lohnt und die Kosten der Umweltverschmutzung nicht auf die Allgemeinheit abgewälzt werden. Das Verursacherprinzip muss global konsequent durchgesetzt werden. Der Panelbericht macht deutlich, dass schon heute viele Unternehmen ihren Umgang mit natürlichen Ressourcen überdenken, auch wenn erst etwa 25%, wie mir gesagt wurde, aller großen Firmen weltweit zum Thema Nachhaltigkeit Auskunft geben. Das sollte einschließlich einer Berichterstattung auch über soziale Fragen möglichst zügig zum Standard werden in der Wirtschaft. Meine Damen und Herren, die dritte große transformative Veränderung lautet in unserem Bericht Transform Economies for Jobs and Inclusive Growth. Das Panel ruft dazu auf, sich nicht mit Jobless Growth abzufinden, wie wir es selbst in Amerika erleben, und die Nützlichkeit von Wachstum besonders auch daran zu messen, dass es Einkommen und Arbeit für alle schafft, nicht für eine Minderheit nur. Bis 2030 wird es weltweit weit über 470 Millionen mehr Menschen als heute geben, die auf den Arbeitsmarkt drängen und nach Perspektiven suchen, vor allem in Afrika und Asien. Ganz besonders betrifft dies natürlich junge Menschen. Und deshalb freue ich mich sehr, dass meine Kolleginnen und Kollegen im Panel mit mir einig waren am Ende, dass wir den Perspektiven der Jugend in der Post-2015-Agenda eine besondere Aufmerksamkeit geben müssen. Das ist das Ziel, Transform Economies for Jobs and Inclusive Growth. Als Ansatzpunkte hierfür benennt der Bericht vor allem Bildung und Ausbildung, die Transformation der Volkswirtschaften in Entwicklungsländern auf höhere Produktivitätsniveaus und Wertschöpfungsstufen, denn dort werden Arbeitsplätze geschaffen, sowie ein stabiles Umfeld für den privaten Sektor mit Rechtsstaatlichkeit und energischer Bekämpfung von Korruption. In einem Follow-up zu dem Panel habe ich zusammen mit meiner kenianischen Kollegin Betty Maina einen Dialog zu dieser transformativen Veränderung zwischen europäischen und afrikanischen Unternehmern angeregt. Die Konferenz wird noch in diesem Monat mit organisatorischer und finanzieller Unterstützung der DEG in Accra in Ghana stattfinden. Dafür bin ich, Herr Ben, wo ist er, der DEG dankbar. Meine Damen und Herren, lassen Sie mich zum Thema Wachstum eine persönliche Anmerkung machen, weil die Diskussion im Panel hier zu kurz kam. 9 Monate, das ist einfach nicht viel Zeit bei der Umfassendheit der Themen. Bei allem berechtigten und notwendigen Fokus auf Wachstum, insbesondere in Entwicklungs- und Schwellenländern, sollte für den globalen Norden gelten, eine krude Wachstumsgläubigkeit kann langfristig unser Wohlergehen nicht sichern, nicht das Materielle und nicht das Immaterielle. Gerade um nicht eines Tages den Totalabsturz unseres Wohlstandsmodells zu erleben, müssen wir eben umdenken und zu einer Definition von Wohlstand gelangen, die sich nicht nur auf materielles Wachstum stützt, sondern auch andere Dimensionen von Lebenszufriedenheit berücksichtigt. Ich hoffe sehr, dass der Bericht der Enquete-Kommission des Deutschen Bundestages Wachstum, Wohlstand, Lebensqualität, Wege zu
nachhaltigen Wirtschaften und gesellschaftlichem Fortschritt in der sozialen Marktwirtschaft, so der Titel der Enquete, des Enquete-Berichts. Ich hoffe sehr, dass dieser Bericht in der kommenden Legislaturperiode zu politikverändernden Schlussfolgerungen in Deutschland beiträgt. Die vierte große transformative Veränderung lautet: Build peace and effective, open and accountable institutions. Frieden schaffen und leistungsfähige, offene und rechenschaftspflichtige Institutionen stärken. Freiheit von Gewalt und Konflikt ist nicht nur ein grundlegendes Menschenrecht, sondern auch das Fundament, auf dem jeder Wohlstand beruht. Gleichzeitig verlangen viele Menschen weltweit immer lauter nach transparenten Regierungen, die ihren Bürgerinnen und Bürgern Rechenschaft ablegen. Zugang zur Justiz, Freiheit von Diskriminierung und unrechtmäßiger Verfolgung und gehört zu werden bei Entscheidungen, die die Menschen betreffen, gehört werden. Das sind sowohl Entwicklungsziele im eigentlichen Sinne wie auch Voraussetzungen dafür, um überhaupt Entwicklung zu erreichen. Der Panelbericht lässt keinen Zweifel daran. Frieden und gute Regierungsführung sind kein optionales Extra, sondern Hauptelemente, Hauptbasis von Wohlstand und Entwicklung. Über die fünfte große transformative Veränderung, das gebe ich gerne zu, haben wir in der Gruppe besonders lange diskutiert. Sie lautet: Forge a new global partnership, eine neue globale Partnerschaft formen, eine neue, denn der Begriff globale Partnerschaft ist ja fast ein Wieselwort in der Politik. Wir haben uns gefragt, brauchen wir nicht ein neues Paradigma für die internationale Politik? Brauchen wir nicht ein Leitmotiv für die Post-2015-Agenda, das endlich der starken Interdependenz, Interconnectedness auf unserem Planeten Rechnung trägt? Unsere Antwort war am Ende eindeutig, meine Damen und Herren, und einmütig, bei durchaus unterschiedlichen Ausgangspositionen. Eindeutig und einmütig. Ja, wir brauchen einen Paradigmenwechsel in der internationalen Politik. Das heißt, wir brauchen mehr als nur eine neue oder andere Liste von Entwicklungszielen. Das Panel war sich einig, dass die Post-2015-Agenda von einem neuen Geist der Solidarität, der Zusammenarbeit zum gegenseitigen Nutzen und der gegenseitigen Rechenschaftspflicht getragen sein muss. Das ist nach meiner Einschätzung, für mich jedenfalls, die in der Tat wichtigste transformative Veränderung, weil es eine Veränderung ist im Geiste. Die neue globale Partnerschaft zielt danach auch auf ein gemeinsames Verständnis des globalen Gemeinwohls und globaler Ethik, die wir brauchen. Und daraus ergeben sich ganz konkrete Anforderungen an eine Post-2015-Agenda oder die praktische Politik nach 2015. Nationale Regierungen müssen mit neuem Elan multilaterale Lösungen suchen und ihre nationale Politik unter Berücksichtigung des globalen Gemeinwohls gestalten. Entwicklungspolitik muss aus der Hilfsnische kommen und mehr, Herr Minister, Frau Diekmann, zum Gestalter der globalen Rahmenbedingungen von Entwicklung und Nachhaltigkeit werden. Und alle Beteiligten können zu diesem neuen Geist der Partnerschaft beitragen, müssen beitragen. Die Wirtschaft, die Zivilgesellschaft, Stiftungen, internationale Organisationen, die Wissenschaft und vor allen Dingen auch die Bürgerinnen und Bürger dieser Welt. Jeder kann seinen Teil dazu leisten, dass die gemeinsame Vision einer Erde ohne Armut und Umweltzerstörung Wirklichkeit werden kann. Das ist das überwölbende Prinzip, welches die Post-2015-Agenda leiten soll. Meine Damen und Herren, vor dem Hintergrund dieser fünf großen transformativen Veränderungen haben wir unsere Prioritäten dann diskutiert. Das war fast der schwierigste Teil, weil es gibt viele Vorstellungen, aber man muss sich dann entscheiden für Prioritäten. Und wir sind zu einem beispielhaften Illustrative-Katalog von 12 Zielen und 54 sogenannten Unterzielen gekommen. Und diese Ziele will ich hier doch noch einmal nennen, damit es auch klar ist, welche Spanne das Projekt hat.
Ziel 1, end poverty in all its forms. Ziel 2, empower girls and women and achieve gender equality. Ziel 3, provide quality education and lifelong learning. Ziel 4, ensure healthy lives. Ziel 5, ensure food security and good nutrition. Ziel 6, achieve universal access to water and sanitation. Ziel 7, secure sustainable energy. Ziel 8, create jobs, sustainable livelihoods and equitable growth. Ziel 9, manage natural resource assets sustainably. Ziel 10, ensure good governance and effective institutions. Ziel 11, ensure stable and peaceful societies. Ziel 12, create a globally enabling environment and catalyze long-term finance. Und das Wichtige, meine Damen und Herren, diese 12 Ziele gelten nicht nur für die Entwicklungs- oder Schwellenländer, sie gelten genauso als universale Agenda für den globalen Norden. Gibt es genug zu tun, auch an manchen Stellen. Zu dem 12. Ziel, den globalen Rahmenbedingungen, möchte ich eine kurze Zusatzbemerkung machen. Es hat einige Zeit eben gebraucht, bis auch dieses Ziel aufgenommen wurde. Für mich war es ein wichtiger Punkt, um nicht im Business as usual einer reinen Aid-Agenda zu landen. Im Business as usual. Und die wichtigsten Bereiche befähigender globaler Rahmenbedingungen für den Bereich Wirtschafts- und Sozialentwicklung sind ein weniger krisenanfälliges und den Erfordernissen der Realwirtschaft dienendes internationales Finanzsystem, ein faires und entwicklungsfreundliches internationales Handelssystem und ein CO2-Regime für die ganze Welt, das die Gefahren des Klimawandels wirksam eindämmt. Die drei wichtigsten Felder. Nach meiner Einschätzung befindet sich die Arbeit auf allen diesen drei Baustellen, für mich jedenfalls, in einem unbefriedigenden, zum Teil besorgniserregenden Zustand. Trotz aller Gipfelbeschlüsse zu einem solchen globalen Enabling Environment verhindert massiver, oft mit großem Aufwand operierender Lobbyismus und kurzfristig taktische Politik immer wieder notwendige Veränderungen. Und die großen internationalen Institutionen schaffen leider kein angemessenes Gegengewicht zu diesen Beharrungskräften. Das sind natürlich große Worte, viel muss daran gearbeitet werden, aber ich wollte das durchaus mal ausgesprochen wissen. Ich bin sehr froh, dass das Panel nachdrücklich dafür votiert, die Umsetzung der zu beschließenden neuen Agenda einer sorgfältigen, regelmäßigen Überprüfung zu unterziehen und diese Aufgabe den Vereinten Nationen zuzuordnen. Das ist die Global Authority. Ich selber habe in diese Diskussion den Vorschlag eingebracht, dem im Bericht genannten hochrangigen politischen Kontrollforum einen Rat sachkundiger und unabhängiger Persönlichkeiten an die Seite zu stellen, der dem internationalen Interesse eine stärkere Stimme gibt. Also ich habe ein paar Jahre darum gekämpft, irgendwo ein Verständnis zu finden, was ist eigentlich das internationale Interesse? Wer identifiziert sich damit in einer internationalen Institution? Der Erfolg war nicht so groß, aber wir müssen da weitermachen. Und ich hoffe, dass der einzurichtende Monitoring, also Überprüfungsprozess, zu stärkerer Rechenschaftspflicht führt, gerade auch durch die Beteiligung der Zivilgesellschaft. Was bedeutet dieser Bericht nun für Deutschland und die deutsche Politik? Gerne möchte ich dazu 5 persönliche Anmerkungen machen. Erstens, dieser Bericht und der gesamte Post-2015-Prozess, ja, ist ja noch einiges weitere, ich habe das in der Rede jetzt nicht vorgetragen, wegen der Kürze Zeit. Dieser Bericht und der gesamte Post-2015-Prozess bieten der Weltgemeinschaft, wie ich finde, eine große Chance, aufbauend auf der Millennium Declaration von 2000. Er kann die Tür öffnen, zumindest ein Spalt breit, für ein neues Paradigma in der Weltpolitik, ein neues Zeitalter internationaler Kooperation, in dem nationale Souveränität in den Kontext des globalen Gemeinwohls gestellt wird. Responsible Sovereignty nennen das manche.
Oder wie es der indonesische Präsident, der mich sehr beeindruckt hat in den Diskussionen, gesagt hat, und ich zitiere ihn, Präsident Yudhoyono: Es gibt jenseits des nationalen Interesses ein gemeinsames internationales Interesse, eine echte universelle Perspektive. Das sagt ein Präsident aus einem Schwellenland. Wir können uns glücklich schätzen darüber. Ich denke, der historische, wirtschaftliche und politische Aufstieg der Schwellenländer, die Aufbruchsstimmung auf dem afrikanischen Kontinent und die neue, ja, wie ich es sehe, noch tastende ökonomische und soziale Identitätssuche vieler krisengeschüttelter Industrieländer könnte und sollte dieser Perspektive Auftrieb verleihen. Man möchte Che Guevara zurufen. Wie? Nicht einfach Solidarität, sondern vielmehr Zusammenarbeit ist die Zärtlichkeit der Völker in der interdependenten Welt des 21. Jahrhunderts. Ich wünsche mir, dass die deutsche Politik eine aktive und glaubwürdige Rolle bei der Entwicklung dieser globalen Partnerschaft, dieser neuen globalen Partnerschaft spielt. Aktiv und glaubwürdig. Dass wir unsere Lösungen nicht nur im engeren Sinne auf das Wohl Deutschlands und Europas ausrichten, sondern dieses Anliegen verbinden mit dem Streben nach Frieden, Entwicklung und Erhalt der Schöpfung überall in der Welt. Ich wünsche mir ein Europa, meine Damen und Herren, das sich mutig der notwendigen Transformation stellt und auch damit demonstriert, dass das europäische Modell lebt und weiterhin Avantgarde ist. Wir haben das Zeug dazu. Das führt mich direkt zu meinem zweiten Punkt. Die Post-2015-Agenda muss eine Agenda für die gesamte deutsche Politik sein. Oder anders gesagt, keiner darf den Fehler machen, dies für ein entwicklungs- und außenpolitisches Programm zu halten, welches nur der Entwicklungsminister und das Auswärtige Amt tangiert. Wenn man die Empfehlungen des Panelberichts ernst nimmt, dann hat diese Agenda wichtige und grundsätzliche Auswirkungen für alle Politikbereiche. Im Jargon der Paneldiskussion heißt das, Global Partnership and the New Agenda is a cross-cutting issue, eine Querschnittsaufgabe. Das ist doch die Botschaft des Panels, meine Damen und Herren. Veränderungsbedarf gibt es nicht nur im Süden. Probleme gibt es nicht nur in den Entwicklungs- und Schwellenländern. Nein, der Wandel muss vor allem auch in den Industrieländern stattfinden, bei uns. Und damit ist auch die Liste der deutschen Hausaufgaben lang. Und ich kann hier nur ein paar Beispiele nennen. Verfolgen wir mit Mut und neuem Elan eine Energiepolitik, die die Energieeinsparung vervielfacht und die sich von CO2-intensiven Energieträgern konsequent verabschiedet. Lassen wir den Irrsinn nicht länger zu, dass täglich Unmengen von vollwertigen Nahrungsmitteln bei uns auf der Müllhalde landen. Ein Irrsinn. Überprüfen wir auch als Individuen, ich sage unverkrampft, unsere Konsumgewohnheiten in ihren Auswirkungen auf andere, auf die Umwelt und uns selbst. Entwickeln wir kraftvoll neue Mobilitätskonzepte. Machen wir endlich eine europäische Agrarpolitik, die es Entwicklungsländern nicht erschwert, immer noch erschwert, ihre Nahrungsmittelproduktion auf eigene Beine zu stellen. Machen wir ernst mit einer Handelspolitik Europas, die den Entwicklungsländern den Aufbau einer diversifizierten Wirtschaft erleichtert. Denn die Handelshemmnisse kommen ja erst bei den höheren Wertschöpfungsstufen. In diesem Zusammenhang sage ich gerne, dass ich die Überlegungen zu einer transatlantischen Freihandelszone begrüße. Ich wünsche mir aber noch viel mehr politisches Kapital, das in den Abschluss eines fairen und entwicklungsfreundlichen internationalen Handelssystems investiert wird. Und ich hoffe natürlich, dass der neue Vorsitzende der Welthandelsorganisation, der aus Brasilien kommt, auch hier Flagge zeigt. In jedem Fall darf eine transatlantische Freihandelszone nicht zum Nachteil von Entwicklungsländern geraten. Mein dritter Hinweis: Vor dem Aufstieg der Schwellenländer sollte uns nicht bange sein, überhaupt nicht. Zunächst muss man feststellen,
dass das MDG 1, also die Halbierung des Anteils der Armen, allem Anschein nach schon jetzt wohl erreicht wird. Das ist in erster Linie den Schwellenländern zu verdanken. Es ist in der Geschichte der Menschheit einmalig, welche Fortschritte etwa in China oder Brasilien bei der Armutsbekämpfung gemacht wurden. Das sollte auch uns freuen. Natürlich stellen diese Fortschritte auch die althergebrachten Weltwirtschaftsstrukturen in Frage. Schon 2020, so schätzt es der neue Human Development Report, werden die drei größten Schwellenländer, Brasilien, China und Indien, zusammen einen größeren wirtschaftlichen Output haben als Kanada, Frankreich, Deutschland, Italien, Großbritannien und die Vereinigten Staaten zusammen. 2020. Ich glaube, dass dies für unsere deutsche Wirtschaft, die für ihre Leistungs- und Innovationsfähigkeit bekannt ist, zu einem neuen Vorteil wachsen kann. Wo in anderen Staaten die Realwirtschaft wächst, wo die Industrialisierung vorangetrieben wird, da werden deutsche Ausrüstungen, Maschinen, deutsches Know-how für komplexe Lösungen gebraucht. Und ich kenne kein Land, das die Kompetenz der Deutschen, insbesondere in den grünen Technologien, anzweifelt. Diesen guten Ruf können und sollten wir nutzen. Meine große Hoffnung ist daher unter anderem, dass sich beim Aufbau von Wertschöpfung und Arbeitsplätzen in den Entwicklungs- und Schwellenländern, ich sage mal ganz ehrlich, vor allen Dingen in Afrika, auch der deutsche industrielle Mittelstand mit seinem sozial verantwortlichen und lokal verwurzelten unternehmerischen Handeln verstärkt engagiert. Und die Anzeichen sind da. Und darüber freue ich mich. Meine Damen und Herren, Ideen und Köpfe sind letztlich vielleicht das Entscheidendste für den Entwicklungserfolg einer jeden Gesellschaft. Und das bringt mich zu meiner vierten Anmerkung. Bildung und Ausbildung müssen weltweit höchste Priorität erhalten. Das hat auch der Panelbericht deutlich gemacht. Was können wir aus Deutschland dazu beitragen? Ich glaube, dass wir hier vor allem mit unserem deutschen Erfahrung im beruflichen Ausbildungswesen wertvolle Unterstützung leisten können. Unserem dualen Ausbildungssystem eilt weltweit der Ruf voraus und im Panel war das auch ständig da. Exzellente Facharbeiter, die Skills für Arbeitsplätze hervorzubringen, die sowohl das nötige theoretische Wissen wie auch die in den Unternehmen erforderten Praxiskenntnisse haben. Ein großes Gemeinschaftswerk, das ist mein Begriff, ein großes Gemeinschaftswerk der deutschen Wirtschaft zur Förderung der Berufsausbildung, zusammen aufgestellt mit der Bundesregierung, den Bundesländern, dem Senior Expert Service in Entwicklungsländern, wäre langfristig nach meiner Einschätzung auch eine große Investition, Herr Minister, in Wachstum und Beschäftigung bei uns. Meine fünfte Anmerkung richtet sich an die deutsche Zivilgesellschaft und ich habe das Gefühl, da sind ja viele davon heute hier. Lassen Sie mich zunächst sagen, in meinen Treffen mit zivilgesellschaftlichen Organisationen in diesem vergangenen Jahr, aber auch durch die vielen Zuschriften, die ich erhalten habe, habe ich viel Neues erfahren und wichtige Impulse erhalten. Das mache ich nicht, um Ihnen hier jemanden zu schmeicheln, aber ich habe das Zeug wirklich gelesen und habe immer wieder was Neues dabei entdeckt, was mir hilft. Und ich freue mich, dass auch der gesamte Panelbericht der Beteiligung und der Stimme der Zivilgesellschaft breiten Raum gegeben hat. Wir brauchen eine lebendige Zivilgesellschaft in den verschiedenen Ländern, aber auch auf globaler Ebene. Ihre Ideen, ihre Möglichkeiten, Menschen zu inspirieren und zu mobilisieren und ihr Beitrag zu diesem wichtigen Bewusstsein, meine Damen und Herren, dass wir in einer Welt leben, sind unverzichtbar für eine neue Politik, für eine wirklich neue Politik. Wobei ich genauso deutlich sage, zivilgesellschaftliche Beteiligung und Initiativen können kein Ersatz sein für einen neuen Geist der Zusammenarbeit zwischen den Regierungen und entsprechende politische Führung seitens der Regierung. Meine Damen und Herren, dann komme ich zum Abschluss. Auf dem Friedhof vergessener VN-Berichte ruht so mancher Papiertiger. Frau Crane hat es am Anfang angesprochen. Papiertiger, der einen schnellen Tod gestorben ist, sobald die Tinte trocken war. Ich wünsche mir sehr, dass es diesem Bericht etwas anders ergeht. Er hat sicherlich nicht alle Antworten.
Aber ich hoffe, dass er eine Debatte anstößt über Werte und Zusammenarbeit auf diesem Planeten. Und ich wiederhole mich, die Chance dafür war eigentlich noch nie so groß. Was wäre, wenn er tatsächlich weltweit eine Diskussion auslösen würde, wie wir unser gemeinsames Schicksal gestalten wollen? Es wäre doch wunderbar, wenn alle Menschen begreifen, da zerbricht man sich den Kopf, wie die Zukunft aussieht. Wenn sich Regierungen einen Ruck geben, sich aktiv in den Post-2015-Prozess einzubringen, mit dem Ziel Zukunftsgestaltung for People and Planet über Legislaturperioden hinweg anzupacken, was notwendig ist. Ich glaube, dass der Schlüssel, ein ganz entscheidender Schlüssel für einen erfolgreichen Post-2015-Prozess in einem schlichten Sachverhalt verborgen liegt. Schlicht, aber in der Wirklichkeit natürlich eine Grundfrage. Vertrauen. Vertrauen ist der Schlüssel. Vielleicht ist das die am meisten vernachlässigte Ressource der internationalen Politik. Es ist in jedem Fall eine unabdingbare Voraussetzung für produktive Zusammenarbeit und die Chance, gemeinsame Probleme zu lösen. Keine wirkliche Partnerschaft ohne Vertrauen. Um Vertrauen zu stärken, das ist jedenfalls meine Schlussfolgerung, nicht nur aus dem Panel, sondern aus vielen Jahren der Arbeit in internationalen Fragen und Institutionen. Um Vertrauen zu stärken, braucht es freilich Glaubwürdigkeit. Also eine Übereinstimmung zwischen Worten und Taten und ein Umgang mit den anderen, der auch vom Bewusstsein der eigenen Unvollkommenheit geprägt ist. Wir sollen den anderen nicht predigen, wir machen alles gut und richtig. Wenn wir das aufbringen, mehr Übereinstimmung zwischen Worten und Taten, die eigene Unvollkommenheit nicht kaschieren, kann man Vertrauen aufbauen. Und schon die Diskussion um die neue Agenda sollte in diesem Sinne vertrauensbildend wirken. Ich möchte abschließend meine Kollegin aus dem Panel, Tabakol Karman, mutige Bürgerrechtlerin aus dem Jemen und Friedensnobelpreisträgerin, zitieren. Sie saß immer neben mir, weil ich K anfange und sie K, sogar K.A. anfängt. Das war wirklich schön. Ich möchte sie also zitieren, die in ihrer Rede zur Übergabe des Berichts an Generalsekretär Ban Ki-moon das Folgende gesagt hat. Und ich zitiere das. Frau Karman, die Regierungen der Welt werden sich nun entscheiden müssen, ob sie dieses neue Paradigma umsetzen wollen. Die Versuchung, den bequemeren, konventionellen Weg zu gehen, wird groß sein. Ende des Zitats. Ich finde, wir können alle etwas dafür tun, dass es dieser Versuchung zumindest nicht leicht gemacht wird. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.